Ja, hallo, ist wieder GBFA-Kanalmeister mit dem Let's Play von Quest for Camelot Level 5, das ich auch das Rätsel-Level nenne. Denn es geht hier vor allen Dingen um Rätsel und Schlangen, die wir loswerden müssen. Und die fliegen immer nach oben rechts in die Ecke. Das heißt, wenn man sie angreift in der oberen rechten Ecke, wird man auch entsprechend da gleich wieder mit denen konfrontiert. Als erstes holen wir uns hier dieses Juwel. Und danach werden wir uns die Aufträge abholen. Unser Geldbeutel wird schwerer. Wir haben schon 730. Als erstes werden wir mit Good Old Merlin quatschen. Der befindet sich hier unten links in der Map. Da sind noch ein paar Schlangen, weil wir es können. Und weil sie nerven. Und die sammeln sich hier mit der Zeit unten im Bereich an. Die Gegner verschwinden ja auch nicht. Solange man in derselben Map bleibt, verschwinden die auch nicht wirklich. Und halten auch ihre Pfade so bei. Tauchen dann da auf, wo sie zuletzt waren. Und hier haben wir Merlin. Jetzt sehen wir schon, bevor wir am Levelende angelangt sind. Ein Kreis am Boden ermöglicht dir den Zugang zu den Bergen im Norden. Stelle dich in seine Mitte, wenn du ihn findest. Ja, und das ist ein Teleporter, den wir hier auch finden können. Der müsste hier sein, ja. Das ist dieses hier, dieser Kompass hier, oder dieses, ja, das ist nochmal Drehkreuz, nee, Himmelsrichtungskreuz, irgendwie so. Es hat einen speziellen Namen, aber der mir jetzt natürlich entfallen ist. Aber das ist jetzt noch nicht relevant für uns. Relevanter für uns ist die Schatzsuche, die hier stattfinden soll. Und dazu müssen wir noch einen Berghügel weiter. Hier kann man übrigens auch buddeln in der Erde. Allerdings gibt es hier in dieser Map keine Lebensenergie oder Heu oder Rüben, wie sie genannt werden im Spiel. Zum Glück müssen wir auch das Pferd nicht füttern. Dafür haben wir Garrett hier wieder. Ich stehe allein. Garrett, ich freue mich, dich zu sehen. Ich brauche Hilfe. Ich werde tun, was ich kann, aber zuerst muss ich dir etwas zeigen. Hier, schau es dir an. Ich hörte etwas vom Himmel fallen und hob es auf. Natürlich, er hört was vom Himmel fallen. Es ist ein Stück Papier. Garrett ist so gut, er hört ein Stück Papier fallen. Das ist es. Wie bitte? Eine Nachricht von König Arthur? Oh, entschuldige, das ist ein Teil einer Karte, auf der der Fundort einer magischen Flöte eingezeichnet ist. Und weiter. Ich möchte jemandem helfen, die Flöte zu finden. Ich hoffe, dass er mir dann bei der Überwindung der Luftwindbarriere hilft. Was steht denn auf der Karte? Es ist nur ein Teil der Karte, aber scheint den Weg zu den anderen Teilen zu zeigen. Hier steht geschrieben, ja, und diese Information, dass wir diese magische Flöte für jemanden suchen, bekommen wir erst von einem Vogel, der oben auf dem Berg hockt und den wir die Flöte geben müssen, damit er uns ein Bleiarmband gibt, damit wir an der Windbarriere vorbeikommen. Das erfahren wir natürlich jetzt indirekt auch schon über Garrett. Aber nur zur Erklärung, was das hier zu bedeuten hat. Wo sie sagt, ich muss die magische Flöte finden. Geh an der linken Seite der Barriere nach Süden bis zum ersten Baum. Grabe an seiner Ostseite. Hm, ich könnte die Schaufel benutzen, um die Schritte zu messen. Drücke die Select-Taste, um erneut um die Teile anzusehen. Ja, hier liegt wieder so eine Steintafel, wie aus dem vorherigen Level. Allerdings können wir sie nicht aufnehmen. So, und das ist diese Windbarriere. Wir können ein bisschen weiterlaufen, aber irgendwann werden wir wieder zurückgeworfen. Wir equippen jetzt mal wild die Schaufel und machen uns dann auf die Schatzsuche. Also, nach Süden und dann bei irgendeinem Baum soll das ja dann sein. Buddeln wir an der. Ja, und da haben wir schon das zweite Stück oder das erste, zweite Stück der Karte. Geh nach Süden zum nächsten Baum. Grabe an seiner Westseite. Okay, gehen wir nach Süden. Graben an seiner Westseite. Aber die wissen alle, wo Westen ist. Nämlich hier links. Westen ist links. Angeblich. Geh drei Schritte nach Westen und dann bis zur Klippe im Süden. Gehe nach Westen bis zur Klippe. Grabe an der Ostseite des Baumes im Norden. Also schon ein bisschen eloquenter hier formuliert. Also ganz nach Süden rennen. Sich nicht von Schlangen abwürgen lassen. Hier sind schon zwei hintereinander laufen. Dafür kriegen wir Münzen. Und weiter geht's nicht nach Süden. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach links gehen. Und hier an einem nördlichen Baum soll es dann sein. Ja, und da haben wir es auch schon. Das nunmehr vierte Stück der Karte. Geh nach Osten, bis ein Baum deinen Weg versperrt. Zähle die Buchstaben des Namens unseres Königs und geh so viele Schritte nach Süden. A, R, T, H, U, R, Arthur, 6. G,
Geh dann 6 Schritte nach Osten. Aha. 6 Schritte nach Norden und blicke Osten und grabe. Ja. Man könnte es auch einfach formulieren. Renn einfach nach rechts. Was tun wir jetzt? Wenn wir uns nicht schon wieder von Schlangen erwürgen lassen. So. Die kann man am besten treffen, wenn sie so seitlich laufen, weil dann haben sie eine größere Hitbox. So, und irgendwo... Hier. Gleich beim ersten Mal getroffen. Sehr gut. Ja. Die ersten 3 Teile befanden sich direkt neben einem. Du findest das 5. Teil zwischen 2 von ihnen. Hm. Zwischen 2 von was? Zwischen... von 5? Das sind 5 Bäume. Also müssen wir jetzt nach 2 Bäumen suchen. Wo sich denn das letzte Stück der Karte befindet. Und hier sind ja 2. Und auch wieder beim ersten Mal gleich getroffen. Ich bin ziemlich gut. Der Schaufelmeister. Geh nach Süden bis zur Klippe, dann nach Osten bis zur Klippe. Kletter an der Leiter im Norden nach oben, gehe dann nach Osten und an der Felskante nach Süden. Geh so weit nach Westen, wie du kannst. Geh 2 Schritte zurück nach Osten und grabe, während du gen Süden blickst. Man könnte auch sagen, geh nach rechts, bis du wieder zu der Stelle kommst, wo wir das Juwel aufgesammelt haben. Und dann hier an dieser Klippe entlang. Achte auf die Schlange, Ritis. Oder lass dich... Ja, ich sollte die Schlange am besten nicht anschaufeln, sondern mit meinem Schwert treffen. Das wäre weitaus sinnvoller. So. Und am Ende dieses Pfades ist dann hier die magische Flöte. Ja, das Herz nehmen wir es mit. Und da ist sie schon. Sieht ein bisschen aus wie der Stock, den wir schon mal aufgesammelt haben. Ist aber keine Banane, sondern die magische Flöte. Und die geben wir jetzt dem Vogel, der wie gesagt oben auf dem Berg haust. Und der uns ursprünglich die Quest gegeben hätte, aber da extra hinzulaufen, damit er uns sagt, hey, gib uns die Flöte. Sehe ich nicht ein, dass ich das extra hier mache. Jetzt gehen wir zu dem Kompass auf diesem Hügel hier links. Ja, Kelly stürmt voran. Robert. Oh. Ja, ich will den schon erwischen. Da kommen wir dann raus. Und hier ist dann der andere Teleport. Einfach gegenlaufen und schon werden wir teleportiert in eine Knochenhöhle. Hier ist sonst weiter nichts. Sieht ein bisschen aus wie diese Höhle im Film selber, wo sie den Ogre treffen. Jetzt befinden wir uns in einem Areal voll mit Schlangen und wo es eigentlich außer diesen nicht viel gibt. Bis auf besagten Vogel. Dieser Vogel will unbedingt eine Flöte haben. Es ist ein unmusikalischer Vogel. So sieht auch aus. Großer Vogel, es ist etwas Fürchterliches geschehen. Mein Herr ist auf der Suche nach einer magischen Flöte. Ich Unglücklicher habe das einzige Stück einer alten Karte verloren, die den Fundort der Flöte markiert. Was soll ich nur machen? Es ist alles meine Schuld. Okay, anscheinend muss ich die Flöte erst equippen, damit er sie auch nimmt. So, nimmst du sie jetzt? König aller Klassen. Ich kann es kaum glauben, du hast die Flöte gefunden. Ja, hast du das nur geschafft? Ja. Naja, nicht so wichtig. Ich schätze, du könntest Hilfe beim Überwinden der Windbarriere gebrauchen. Hier, nimm dieses Armband. Es ist aus Blei gefertigt und verleiht dir zusätzliches Gewicht. So kannst du es schaffen. Ja, Kelly ist ein Leichtgewicht. Und das bedeutet, wir brauchen Blei an den Füßen, damit wir nicht vom Wind weggeweht werden. Wir besitzen jetzt das Bleiarmband. Wenn wir wieder einen Vergleich mit Zelda ziehen wollen, wäre das sowas wie das Kraftarmband. Allerdings gibt es hier einem keine Kraft, das macht einen nur schwerer. Alternativ könnte Kelly auch einfach ganz viel essen. Und zunehmen, gewichtstechnisch. Teleportieren wir uns wie... Nee, teleportieren tun wir uns gar nicht. Wir haben eine Leiter hier, mit der wir nach unten kommen. Also geht's gar nicht mehr durch die Höhle hindurch. Ja, und jetzt können wir an der Windbarriere vorbei. So. Wenn wir sie dann... Aber auch hier müssen wir das Ding erst wieder equippen, damit das auch wirkt. Wobei es aktiv gar nicht... Gar nicht einsetzen können. Wir können die A-Taste drücken, aber es passiert nichts. So. Jetzt kommen wir in den nächsten Bereich, an dem wir ein paar Schlangen finden. Und an dieser Stelle muss ich eben kurz Pause machen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Weiter geht's mit Quest for Camelot. Ja, es gab nur keine Unterbrechung und ich habe mir Kaffee geholt. Kaffee.
Kaffee muss auch sein. Auch im Mittelalter gibt's Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Stirbt ihr Schlangen. Stirbt, sterbt. So, und das hier ist jetzt, wir können hier dieses Tor öffnen, allerdings geht das nur für ein paar Sekunden, danach schließt es sich wieder. Das bedeutet, dass wir schnell sein müssen. Los, komm, schließ dich schon. Los, ja, so. Mal gucken, wie, ob wir schnell genug sind. Ja, das ist schon zu langsam. Nein, okay, wir haben es verpasst. Ein zweites Mal. Ist das nicht herrlich? Immer hin und her. Renne, Kaelic, schneller! Schneller. Ja, und hinein. Huh, geschafft. Knappes Rennen. So, und wir sind in einer Höhle und treffen Merlin wieder. Am Ende dieser Höhle ist ein See. Du brauchst einen Schnorchel, um ihn zu überwinden. Der Menschenfresser hat einen Schnorchel in der Höhle versteckt. Allerdings sind die Räume im Labyrinth durch eine Reihe von Schlössern gut gesichert. Sie lassen sich durch einen Schalter öffnen, bei dem du Felsbrocken schieben musst, auf die du Felsbrocken schieben musst. Achte darauf, dass du die Felsbrocken nicht gegeneinander oder an Wände schiebst, dann kannst du sie nicht mehr bewegen. Zum Bewegen der Steine musst du Steuerkreuz blablabla und A drücken. Solltest du einen Fehler machen, kannst du mit der Starttaste den Urzustand des Raumes wiederherstellen. Meine Magie wird dir dabei helfen. Viel Glück! Ja, und das ist Merlins Raum-Zurücksetz-Magie. Wir werden uns hier erstmal mit einer Zwille wieder ausstatten. Denn hier in dieser Gegend gibt es viele Mäuse und ich kann diese Dinger nicht ab. Die geben erstens keine Erfahrungspunkte und rauben einem nur Nerven und Lebensenergie. Genauso schlimm wie Ritter. Also da, oder Drachen. Also Mäuse. Aua! Das meine ich. Ah. Das Problem ist einfach, die sind schnell und schwer zu treffen. Und verstopfen einem den Weg. Jetzt schießen wir drauf. Bekommen nichts dafür wieder. Wow! Mann, Mann, Mann. Dass man in diesem Spiel am meisten Angst vor Ratten haben muss, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber vielleicht hat Kaelic ja eine Rattenphobie. Das wird einiges erklären. Ich habe vor allem Fledermausphobie hier. So, weg damit. Gib mir Geld. So, jetzt können wir unseren Energiecontainer einsetzen, weil wir ja sowieso einen neuen bekommen. Die müssen wir unbedingt noch mitnehmen in diesem Level. Das ist das einzig Interessante sonst hier in diesem Level. Mehr ist hier eigentlich nicht. Und jetzt geht es nach oben in den zweiten Rätselbereich. Das erste war die Schatzsuche oder die Kartensuche. Und jetzt geht es darum, wie bei Sokoban, Felsen zu verschieben. Das erste Level ist noch ganz einfach. Und ich hoffe, ich kriege es auch irgendwie geschissen, das hier nicht wieder ausarten zu lassen wie bei God of Thunder, wo ich dann auch ewig gebraucht habe, um ein Rätsel zu lösen. Ein Schirm, das war immer mein Horrorschirm. Diese Rätsel waren noch sehr einfach. Also man muss die Felsbrocken, wie man sieht, hier auf die Schaltflächen schieben. Und man schiebt auch nur, man kann auch nur halb schieben. Man schiebt nicht Feld um Feld sozusagen, also sondern hier nur zur Hälfte, dann kann man auch schieben. Also einen halben Steinwurf sozusagen. Ihr seht es ja selbst. Okay, die machen am halben immer einen Stopp und das nutze ich dann hier auch aus, um die Felsen entsprechend zu bewegen. La 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 la. Und dieses Rätsel ist auch noch sehr einfach. Da haben wir keine Probleme mit, nicht wirklich. Ich hoffe, wir werden nicht von Merlins Raumzurücksetzungsmagie Gebrauch machen müssen, aber so wie ich mich kenne, werden wir das. Aber naja, das ist eben so bei einem Live-Let's Play, mehr oder weniger live, dass es dann solche Probleme gibt. So, hier, das hier ist schon ein bisschen interessanter. Als erstes schmeißen wir das Ding da hoch. Achten darauf, dass wir uns nicht in die Ecke manövrieren. Und schieben diesen dann erstmal hier hinein, damit wir ihn dann wieder rausschieben können. So. Ist auch noch nicht schwer. Ist auch noch nicht sehr komplex. So, diesen können wir der Gestalt in die Mitte schieben. Und dann können wir ihn von allen Seiten schön beackern. So, und haben es wieder. Die Schwertattacke können wir übrigens nicht hier einsetzen, also die Rammattacke. Warum auch immer. Hier gibt es auch keine Gegner, also es ist reines Puzzlespiel jetzt an dieser Stelle. So, jetzt muss ich mal gucken. Da unten haben wir einen und ja, da haben wir zwei. Das ist auch leicht. Das ist ja fast wie der Raum davor. Also der vorherige.
Ich habe jetzt ein bisschen happiger. Aber auch noch nicht schlimm. Das werdet ihr auch dann sehen. Die Musik stockt immer, wenn ich das Ding an meinen halben Meter schiebe. Ich bezeichne das mal als Meter. Das könnte natürlich auch Fuß sein. Aber ich nehme das metrische System, weil ich damit aufgewachsen bin. So. Ja, jetzt gilt es, erstmal diese Felsen noch nicht weiter zu schieben, sondern erstmal zu gucken, wo es überhaupt hin soll. Diesen lässt man auch noch in Ruhe. Denn wir schieben erstmal nur diesen hier rein. Denn es ist eine ganze Reihe und man muss die nacheinander hineinschieben. Wenn man einen anderen da reingeschoben hätte, kann man sich vorstellen, dass es da entsprechend Probleme gegeben hat, hätte. Also gilt es erstmal hier, das Ganze abzuarbeiten hier. Von hinten, wir zäunen das Pferd von hinten auf. Nicht mit Rüben, sondern mit Felsen. Ach ja. Das sind, es ist ein nettes Element, das da hier plötzlich im Spiel mit drin ist. Allerdings, ja, war es nie so ausgeprägt bei Zelda zum Beispiel. Da gab es auch ein paar Schalterrätsel oder Felsenverschieberätsel. Ich weiß vor allen Dingen in Ocarina of Time, wo man im Feuertempel da diese riesen Felsbrocken hin und her schieben musste. Das war aber auch sehr lustig. Was erwarte ich von God of Thunder als Puzzlespiel, aber doch nicht von einem Action-Rollenspiel oder Action-Adventure wie Quest for Kamloops. Und im Film kam das schon gar nicht mal vor. Da kam auch kein Gilly der Fisch vor. Was war das überhaupt? Komischer Fisch. Warum spricht er überhaupt mit uns? Was ist das für ein komisches Szenario? So. Diesen müssen wir dann hier schieben, aber ich glaube, ich habe schon verbockt, weil jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Okay, alles klar, ich habe es verbockt. Wir müssen Magie einsetzen, denn der Felsen muss erstmal nach hier, in diese Ecke. Und dann schön in die Ecke schieben. Jetzt gilt es, da oben aufzuräumen. Wie man sieht, ist da ein kleiner Engpass. Aber das ist auch recht einfach, indem wir einfach die Halbschritte nutzen. Ja, man darf sich nur nicht in der Ecke manövrieren lassen, dann hat man ein Problem. Ah, Sokoban war nie mein Lieblingsspiel, so wirklich. Die ersten Level schon, aber danach wurde es mir dann zu kompliziert. Da fehlte mir dann die Geduld. Das kann man auch auf Papier spielen, ne? Weiß ich nicht, warum man das am PC spielen sollte. So, einmal um den Felsen da rumgelaufen. Und das ist quasi die Kreuzung, an der man alles macht. So, und geschafft. Hier rechts ist der Ausgang. Sehr gut. So, und das nächste Rätsel. Erstmal gucken, wo es überhaupt hingehen soll. Wir können ja schön durchlaufen. Und ja, hier sieht man es schon ungefähr. Wir schieben diesen unten weg und können diesen dann nach oben schieben. Und erstmal machen wir hier diese linke Ecke fertig. Diese linke Reihe. Diesen können wir aber noch nicht nach oben schieben. Dazu müssen wir nämlich diese beiden Felsen hier in diese Ecke schieben, weil das die einzige Stelle ist, wo wir sie auch nach oben schieben können. Bloß keinen Fehler machen hier. Das ist natürlich alles sehr langwierig. Furz, furz, furz. Ja, man kann sich hier leicht in eine Ecke manövrieren. So, den schieben wir ein bisschen rein, damit wir Platz haben. Und dann schieben wir ihn wieder zurück und rein. Fertig. So, jetzt noch die restlichen vier. Diesen hier nach oben schmeißen. Ja. Auch hier funktioniert wieder das Prinzip, das Pferd von hinten aufzuzäunen. Also erst die ersten Brocken, die da liegen, fertig zu machen. Und dann diesen hier in die Ecke zu schieben. Das geht ganz gut. Diet, 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 diet. Wow, der vorletzte Felsbrocken. Dass man nicht alles auf sich nimmt. Wo ist Herr Ruber? Ich vermisse ihn. Er ist so herrlich irre in dem Film. Ich mag auch den Greifen gerne.
Er lispelt. Warum auch immer. Vielleicht hat er sich zu oft auf die Zunge gebissen. Als Uber ihn vermöbelt hat. So, und hinein. Yep, und geschafft. So, das war auch noch nicht schwierig. Jetzt kommt das erste oder das letzte Puzzlestück, bevor der Bonus anfängt, das Bonus-Level. So, den können wir nicht schieben. Das Einzige, was wir schieben können, ist dieser hier. Und ja, da muss dieser hier nach unten. Denn hier befinden sich die ganzen, ja, 8 Schalter, die wir belegen müssen. Immer lohnt es sich erst, diese hier zu machen. Ja, okay, das ist noch kein Fehler. Ich dachte schon, hupsala. So, und auch diese beiden hier, dann haben wir es gleich. Zumindest der erste Abschnitt. Felsen schieben. Dafür könnte man das Kraftarmband gut gebrauchen. Das war zumindest in Zelda 2, 4 so, Link's Awakening vom Game Boy. Mein erstes Zelda-Spiel, das ich durchgespielt habe. Und wie enttäuscht ich war, dass ich festgestellt habe, dass das Ganze nur ein Traum von Link war. Ich dachte, was? Das ist gar nicht echt. Ich mache hier bloß einen scheiß Traum. Was für ein Blödsinn ist das denn? Naja, aber dafür bekamen wir die Albträume. Einer der coolsten Endbosse. Was ist das denn hier für ein Schwachsinn jetzt? Habe ich einen Fehler gemacht? Wenn ja, dann... Oh... Oh. 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 Ah, verdammt, das gibt's doch gar nicht. Ja, tatsächlich. Mist. Mist. Verdammt, nein. Das sollte doch nicht passieren. Aber dann passiert's doch. Oh mein Gott. Es tut mir leid, das war jetzt selten dämlich. Das passiert, wenn man über Zelda spricht, während man Quest for Camelot zockt. Da macht man solche komischen Fehler. So, warte mal, das der. Nee, nee, nee. So blöd bin ich jetzt nicht. Schieben, 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 schieben. Ja, und der Film war ja von vielen Problemen geplagt bei der Herstellung. Wobei ich den gar nicht so schlimm finde. Er hat Schwächen und ist nicht besonders, sag ich mal, innovativ, aber manchmal reicht auch das. Wiegald Boning spricht einen der Drachen. Ich habe CDs von den Doofen. Melodien für Melonen. Und noch was anderes. Wir sind doof oder irgendwie so. Eine Ballade auf die Doofheit. So. Jetzt können wir die Kurve kratzen, sozusagen. Und die Teile durchschieben. Ja. Ist eigentlich ganz einfach. Nur hier muss man an der Stelle aufpassen, dass man hier sich nicht blockiert selber. Zum Glück rasten die Steine auch nicht ein in den Schaltern, sondern man kann sie noch verschieben. Jetzt wäre es noch schlimmer. So. Sollte echt nicht zu feuerlich sein bei diesem Spiel. Zip. Ja, aber das ist ja auch das letzte Puzzlestück. Danach kann man weiterkommen. Man muss die nächsten 3 Level nicht machen, aber dadurch bekommt man da den uns sehr wichtigen Herzcontainer nämlich nicht. Das ist nämlich die Bonus-Stage, die man hier bewältigen kann. So, geschafft und weg hier. Irgendwo muss jetzt der Ausgang sein. Hier von der rechten Seite. Ja. Sehr gut. So. Und der Menschenfresser hat irgendwo einen Schnorchel versteckt. Hm, wo könnte er sein? Ist es dieser hier? Ist es dieser hier? Ja, es ist es. Er ist es. Du hast jetzt den Schnorchel. So. Und hier ist ein irgendwie sehr leerer Raum. Was ist das für ein Bodenbelag? Merlin, es gibt 3 weitere Räume, die durch Schlösser gesichert sind. Ich weiß, du bist in Eile. Du musst dir diese Räume auch nicht ansehen, aber du verpasst etwas. Möchtest du diese Räume erforschen? Wir sagen natürlich ja. Und dann heißt es hier Continue. Wenn wir die geschafft haben, dann geht es weiter, wenn wir jetzt Nein gesagt hätten, an der Stelle sozusagen. So, dieses Rätsel ist auch noch recht einfach. Oh,
wenn man nicht so wie ich diesen Fehler gleich macht. Eins. Ja, was war mein Ratschlag vorhin noch? Erstmal gucken, wo die Schaltflächen sind, genau. Und dann schieben. Vielleicht sollte ich meinen eigenen Ratschlag mal beherzigen. Das wäre echt nicht dumm. Oder würde nicht so viel Zeit verschlingen. Gerade wo ich noch sagte, ja, dieser Raum ist einfach, ja, mache ich gleich einen Fehler. Vielleicht sollte ich aufhören, das zu sagen. Wie heißt es auch so schön? Hochmut kommt vor dem Fall. Oder in diesem Fall vor dem Fels. So. Schiebi. Ich zitiere hier gerade Buck Rogers. Bidi-bidi-bip. Buck Rogers. Das war auch was. Zup. Okay, die Schiebfelsen. Die muss Muskeln haben wie so ein Bauarbeiter. Ja gut, sie hat ja auf einer Farm, ist ja auch aufgewachsen und hat da entsprechend Hühner gefüttert und dementsprechend hat man Muskeln, ne? Extrem Hühnerfüttering. Oder extrem Hühnersuching. Gehört alles mit dazu. Plopp. So. Und hinein ins Vergnügen. Plopp. Und da können wir rauskommen. So, jetzt kommt ein relativ kleines Level, was aber ein bisschen Nachdenken erfordert. Wir haben hier die 4 Felsen und 4 Schalter auf einen Blick. Jetzt müssen wir bloß die richtige Reihenfolge einhalten. Erstmal schieben wir diesen hier nach unten. Das hier war eins von diesen Rätseln, wo ich immer ein bisschen am Grübeln war. Und schieben diesen hier halb rein. Oder auch dahin. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Den nach oben. Dann können wir diesen hier nach unten schieben. Diesen nach rechts. Und diesen auch nach oben. Und diesen hier rein. Das Problem bei diesem Level ist nämlich, dass der erste Ausgang nur an einer Stelle auftaucht. Und zwar hier, rechts von uns. Wenn wir jetzt diese 4 geschlossen hätten an einer anderen Stelle, hätten wir das Level neu starten müssen. Also ist die Reihenfolge entscheidend. Das geht dann von oben rechts entgegen des Uhrzeigersinns. So, jetzt sind wir im letzten Level und wir können uns hier schon mal den Herzcontainer besorgen. Der ist nämlich hier oben links. Jawohl, da haben wir ihn. Du hast jetzt einen zusätzlichen Herzcontainer und wenn wir das Level neu starten, taucht er aber nicht wieder auf, weil den haben wir jetzt dauerhaft. So, und wir haben in der Mitte ein Kreuz und das ist jetzt die Frage, wie wir das jetzt zusammenschieben. Diesen können wir erstmal halb nur reinschieben, weil wir müssen hier nach oben, um hier die Wege erstmal freizuräumen. Danach heißt es für uns, das ist eins von diesen schwierigeren Rätseln. Okay, da können wir nicht lang. Jetzt habe ich hier auch schon halb verstopft. Seiden, ich schiebe den jetzt dahin. Okay. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Ich schiebe den mal wieder in die Mitte. Die beiden kann ich so da reinschieben. Was ist mit diesem hier? Den sollte ich nicht nach unten schieben, das wäre dumm. Vielleicht kann ich diesen hier erstmal nach oben schieben. Nee, warte mal, das ist auch doof. Oh mein Gott. Ja, wie komme ich jetzt da? Ja. Tja. Vielleicht muss ich ja... Den dorthin schieben? Kann jetzt wieder hier hin. Und nach unten. Gut, der ist frei. Alles klar. Gut. Und dann kann ich hier dicht machen. Gut. Ich kann es noch irgendwie retten. So, die zwei kann ich machen und die zwei kann ich auch machen. Okay. Aber komme ich dann noch da hinten hin? Ja, wa? Ja. Unten lang komme ich ja. Gut, dann kann der in die Mitte. Dieser kommt dorthin. Oh, warte mal, ich muss gucken, dass ich mich nicht gleich selber hier blockiere. Ne, da ist die Bahn frei, okay. Den habe ich nämlich gerade schon reingeschoben. So. Okay. Die Seite haben wir auch fertig. Jetzt auch diese beiden hier. Bomb. Das lief ja besser als erwartet. Gerade an dieser Stelle hätte ich gedacht, dass ich hier
tausend Jahre brauche, um das zu entschlüsseln. Es gibt mehrere Wege, das zu lösen. Beim letzten Mal habe ich es irgendwie anders gelöst, weiß ich noch, aber... Hey ho. Hauptsache, das geht. So. Und den letzten Felsen. Hinein ins Vergnügen. Sag ich immer, hinein ins Vergnügen. Was für ein Vergnügen? Das ist ein grässliches Puzzle-Level. Und hier unten ist der Ausgang. Okay. So, jetzt sind wir endlich da beim Endboss-Areal, welches vollgestopft ist mit Mäusen. Wir werden uns hier den Schnorchel erstmal equippen und wir werden hier nicht anfangen, Mäuse zu jagen. Nein, wir werden vor ihnen flüchten. Und einfach ins Wasser gehen. Das können wir auch nur, wenn wir den Schnorchel equipped haben. Und hier oben rechts befindet, mehr befindet sich hier auch nicht in diesem Level. Hier oben rechts befindet sich dann auf jeden Fall der Pfad zum Endboss. So, und da wird er schon aktiviert. Wir sehen seine Leiste. Und das ist einer von diesen, ja, er wird Menschenfresser oder Ogre genannt. Hat hier aber den Sprite von einem der, von Rubas Gefolgsmännern. Einem, dem mit dem Krallenarm und dem, der hier Schwert oder Schwerter schleudern kann. Wir haben jetzt hier gut in die Ecke gedrängt. Das geht hier richtig flott hier. Weil es auch nicht immer klappt, aber solange wir draufhauen, kann er... war ja ganz getroffen. Ja. Das ist ja ganz schön wild hier, der Kerl. Das muss man schon sagen. Aber wir sind wilder. Sehr viel wilder. Wir sind wild, 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 wild. Wildgänse. Nee, das ist Helsing. So. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Der kann verdammt viele Treffer ab. Und es gibt nachher später noch einen Endboss, der auch einer von Rubas Henchmen ist, also von seinen Gefolgsleuten. Und der auch so viele Treffer einstecken kann. Und der weitaus gefährlicher ist, weil er Fernattacken drauf hat. So, und ein Loch, in das wir reinspringen können. Jawohl, mit einem Schnorchel abtauchen. Auf wieder in Merlins Hütte. Wie entspannend. Der hat doch ein gutes Leben. Ruba besitzt Excalibur und ist mit deiner Mutter auf dem Weg nach Camelot. Sie muss ihm helfen, in die Burg einzudringen. Arthurs Ritter werden dem Angriff nicht widerstehen können. Du musst dich also beeilen. Und das ist Pergamentstück. Kelly, du hast alle Geheimnisse entdeckt. Das Pergament wird erzeugt und wir sind der Rettung an Camelot einen Schritt näher. Ja, und wir haben 5 Stücke. Und jetzt fehlen noch 3 Level. Genau genommen sind es eigentlich nur noch 2. Das letzte ist bloß noch hier Ruba. Kaylee weiß, dass Ruba Excalibur besitzt. Sie muss so schnell wie möglich nach Camelot, um die Pläne des Scheusals zu vereiteln. So Scheusal ist er doch gar nicht, so ganz sympathisch. Der einzige Weg Camelot zu erreichen, scheint durch die Lüfte zu führen. Sie muss Devon und Cornwall davon überzeugen, dass sie doch fliegen können. Alias Feuer und Flamme. Ja, yeah, und da sehen wir Ruba, der schon das Schwert Excalibur mit seinem Arm verschmolzen hat, dank des magischen Tranks der Hexen, respektive des Magiers. Ich verstehe immer noch nicht, was mit diesem Fisch auf sich hat. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, und da sehen wir nochmal Devon und Flamme oder Cornwall und Feuer. Alles durcheinander geworfen. Die sollen jetzt fliegen. Ja. Speichern, ja sicher das. Wir speichern und melden uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Quest for Camelot für den Game Boy. Das war GBF Arcade Allmeister und ich sage bis dahin.